Eine Ratte mit der Figur hinten drauf? Okay, ab in die Klinik, ich komme nicht mehr klar. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde, zur fünften, um genau zu sein, bei The Evil Within. Ich bin's wieder, Gunshot, und wir legen einfach direkt weiter mit dem fünften Kapitel los. Im letzten Kapitel wurden wir verfolgt von dieser Witch, keine Ahnung, was das war. Sind dann runtergefallen und liegen jetzt in irgendeinem Flur. Und schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Da will mich jemand unbedingt einweisen. Ja, das scheint so. Also wir sind komischerweise von hier oben gekommen eben. Was kann ich denn hier nehmen? Kartenfragment. Okay. Okay, da ist ein Buch. Ich mach erstmal die Kiste auf. Ui, da ist ein bisschen Muni drin, ne? Explosiv. Ich möchte mal wissen, wo ich das lasse. Ich habe nicht meinen Rucksack auf. Aber gut. Lassen wir das mal so hingestellt. Was haben wir jetzt wieder? Polizei. Tagebuch von Sebastian Castellanos. März 2005. Die schlechte Nachricht ist, dass ich einem neuen Partner zugeteilt wurde. Die gute Nachricht ist, dass Myra ja gesagt hat. Außerdem ist die schlechte Nachricht gar nicht so schlecht. Joseph ist ein sehr guter Detective und wir sind ein gutes Team. Die Polizei von Crimson City braucht mehr Männer wie ihn und es ist eine Ehre für mich, an seiner Seite zu arbeiten. Aber manchmal fühlt es sich so an, als würde ich ein Boot ausschöpfen, das ein riesiges Loch im Rumpf hat. Nach jedem aufgeklärten Verbrechen werden 10 neue gemeldet. Das KCPD ist wie eine dünne, blaue Linie, hinter der die Bürger vor dem Verbrechen geschützt sind. Aber manchmal scheint es, als wäre das Verbrechen in der Überzahl. Ja. Oh. Gut. Die Aussage war deutlich. Sollen wir wieder zu unserer Krankenschwester? Jetzt sind wir woanders. Substanziell für mich am Arsch. Ja, substanziell für dich am Arsch. Möchtest du mir irgendetwas sagen? Anscheinend nicht. Hier ist etwas, das Sie gebrauchen könnten. Okay. Danke. Ermittlungen stocken. Ermittlungen im Fall des Serienmörders stocken. Gemeinde. Verhalten optimistisch. Da es keinerlei neue Spuren gibt, geht die Polizei davon aus, dass der Serienmörder entweder untergetaucht oder weitergezogen ist. Ja. Okay. Hier entlang, bitte. Okay. Komme ich denn zu der Ehre jetzt? Die kann nicht echt sein. Wer arbeitet in so einem Laden denn? Ja. Ich hätte doch einfach hinterher gehen können. Wo führen Sie mich hin? Ja, das möchte ich auch wissen. Sie reden wohl nicht viel. Wo ist sie hin? Ne, die rennt, die geht da hinten. Hier. Was ist mit Schlüssel? Hab ich jetzt gerade einen Schlüssel aufgesammelt? Ich. Detective Castellanos? Ja. Haben Sie so einen Schlüssel? Mit so einem Schlüssel können Sie eine dieser Türen öffnen. Ja, Wahnsinn. Und jetzt darf ich... Der Inhalt gehört Ihnen. Kommen Sie jederzeit wieder, wenn Sie möchten.
Welche nehmen wir denn? Oben den. Oben links. Was ist das? Was? Blendbolzen. Blendbolzen, ein Sprengkopf für die Qualenarmbrust. Der Gegner mit einem grellen Blitz blendet. Geblendete Gegner können aus jeder Richtung mit einem Schleichangriff getötet werden. Okay, das ist praktisch. Ich bin voll. Ja, schön. Ich hoffe, die hat dann nichts dagegen, wenn ich mich jetzt hier mal ein bisschen weiter umschaue. Was war jetzt? Leertaste halten. Ich war eben aus Versehen auf dem Desktop. Ach, jetzt bin ich schon wieder im... Okay, ich glaube, ich brauchte auch nichts weiter. Jetzt sehe ich das hier gerade. He's watching. We can't leave. Scheiße. Drinne? Okay, Kapitel 5, innere Tiefen. Oh Gott. Hier drin und ohne sich zu wehren. Herrlich. Okay, ich höre einen Zombie. Zombie-Untote? Was sind das? Oh mein Gott. Geh doch noch langsamer raus. Jetzt ist die weg. Du jetzt gerade so? Mr. Castellanos. Da war was an der Decke. Deswegen tropft das. Ich habe jetzt auch nicht hingeguckt. Okay, hier ist die Lampe kaputt. Aber das Waschbecken heile. Okay, sonst anscheinend nichts. Das hört sich alles nicht schön an. Was ist hier drin? Scheint Licht dran zu brennen. Oh nein, da ist wer drin. Da ist wer drin. Geht doch nicht so. Okay. Ho! Alter, fehlt die Henne, ey. Schon Paranoia. Alter. Ich wollte mich gerade anschleichen, um die zu killen. Okay, geht's weiter. Da hinten steht doch irgendwas. Das wäre, sag ich. Ey. Oh, fuck. Schrotflinte. Den treffe ich doch sonst wieder nicht. Ich wusste, dass der da ist. Gott, ey.
Unsichtbaren sind mir die schlimmsten. Jetzt fülle ich diese ekelhaften Sekrete schon selber ab. Und hier ist irgendwie diese Körnung. Hier fliegt irgendwas in der Luft. Okay, hier ist noch ein Gemälde. Alter, Mann, ey. Mein Herz, Junge. Die Mucke! Hör auf! Mit der Mucke komme ich nicht klar. Hier krabbelt doch irgendwas. Warum bin ich überhaupt schon wieder alleine hier? Sieht aus, als müsste ich nach unten. Ja, das ist schön, aber wir gucken erstmal, ob wir hier noch irgendwo was kriegen. Ich habe nämlich keine Ahnung, was uns da unten wieder erwartet. Das sieht schon wieder so aus, so... Ach Gott. Als ob jemand will, dass wir da hingehen. Du hast auch nichts. Das ist ein Puppenkopf. Oh mein Gott, das ist ein krankes Ding hier. Ja, sieht so aus, als müssen wir nach unten. War eben einfach runtergesprungen. Okay, das ging einfach. Hier ist was. Was ist das? Ratte mit dem... mit der Figur hinten drauf? Ich komme nicht mehr klar. So wie hier. Munition. Scheint jetzt irgendwo was zu brennen. Kontrollpunkt, na super, jetzt passiert hier aber schon gleich wieder was. Verlockend wie du aussiehst, schaue ich erstmal hier rechts rein. Fuck, das war's. Hat mich gesehen. Wo ist der Typ? Zum Glück funktioniert das mit den Sounds hier einigermaßen. Also ich konnte ungefähr raushören, dass der Typ langsam in meiner Nähe ist. Alter, die unsichtbaren Wichser, ey. Dieses kleine, leise Surren, das ist so... Oh mein Gott. Ihr müsst mir mal sagen, wie das für euch ist, falls das doch mal jemand von euch spielt. Mal ab in die Comments. Spielt ihr das nachts? Spielt ihr das tagsüber? Also ich spiele es vorzugsweise nachts natürlich, weil dann natürlich der Gruselfaktor da ist. Vielleicht bin ich auch deswegen so übervorsichtig. Oh Gott. Weiß nicht, ob ihr das noch kennt. So aus dem ersten Resident Evil. Oh Gott, habe ich mich da verjagt. Das war überhaupt kein Vergleich, das hat er nur bisher, glaube ich, kein anderes Spiel großartig erreicht. Aber ich glaube, das erste Mal halt ist ja immer so. Lasst mir mal in die Comments, was euer Spiel war, was euch zum, keine Ahnung, Schreien zum Weglaufen gebracht hat, obwohl es eigentlich nur ein Game ist, ne? Okay, jetzt gehen wir hier durch. But nein!
Alter. Okay, diesmal hat ihn die Tür verraten. Weiter durch. Ich hab immer noch nicht raus, warum man die verbrennt. Ich habe nur noch einen Schuss. Ich sollte mal die Knifte, wollte ich schon sagen, die Waffe wechseln. Zeitschriften. Ist noch eine Tür. Wie verwinkelt ist hier das? Ich vergesse am Ende noch den Weg, wie ich zurück zum Fahrstuhl komme. Boah, wie langsam der hier reinschlendert, ne? Schlimm. Krankenhaus-Schlüsselkarte. Diese Schlüsselkarte gehört einem Klinikmitarbeiter. Das Blut scheint vom ehemaligen Besitzer zu stammen. Den kann ich nicht verbrennen. Okay. Eine Spritze. Sehr gut. Full Life habe ich ja zum Glück. Gut. So, für Notfall lade ich jetzt mal eben schnell die Rotflinte nach. Nehmen und trotzdem die Pistol natürlich. Aber dafür einfach noch genug Munition haben. Dann kommen wir jetzt zurück zum Fahrstuhl. Scheiße, wo ist der? Ich höre ihn. Das nützt mir ohne die Pump nichts. Oh. Ihr nervt, ey. Ehrlich. Wieder 5 Kugeln für den Arsch gewesen. Scheiße. So, wo war jetzt gleich der Fahrstuhl? War hier draußen irgendwo. Gleich rechts, ne? Da, genau. Dafür hätten wir auch die Schlüsselkarte gebraucht. Kannst du mal sehen. Schön, dass die Türen sich alle automatisch wieder schließen. Warum kann ich die Sachen nicht nehmen? Okay. Scheint so mit Absicht zu sein. Oh Gott. Herrlich. Warum renne ich den hinterher? Warum? Ich will ein paar Schalter anschalten. Ich will hier Licht machen. Oder ein bisschen Munition einsammeln. Immerhin. Der ist jetzt hier lang gerannt. Alter, wie groß ist das hier? Was ist das für eine Klinik? Oh Gott.
Das sieht nicht gut aus hier. Kontrollpunkt. Hier ist aber nichts. Doch, ein kleiner. Hä? Es ist hier eine Tür. Jetzt ist hier aber keiner mehr drin. Okay, benutzen. Bewusstseinsassimilation des Probanden. Erste Symptome: stechender Schmerz im Hirnstamm um den Punkt der Einbringung. Gefolgt von allmählich einsetzenden Blutungen aufgrund der geweiteten Kapillaren. Mit der Zeit führt der Zerfall des Selbst zu einer starken suizidalen Neigung. Sie verlieren den Bezug zu sich und werden vollständig formbar. Aber sie werden nicht ich. Etwas hält mich davon ab, vollständig in sie überzugehen. What the fuck? Nach Hause telefonieren. Was ist denn mit der Leiche? Oh Gott. Pfeiltaste auswählen. Leertaste drücken. Gott, ist das der Ernst? Okay. Ich hoffe, ich starte da jetzt wieder. Alter, jetzt mal ganz ehrlich, das ist gemein gerade. Ich guck mir das jetzt mal näher an. Soll das ein Virus darstellen oder was? Und das andere das Leben? Keine Ahnung. Oh Gott. Das Ding müssen wir wieder einsammeln. Jetzt bahnt sich das Blut seinen Weg, oder was? Was hier? Er zeichnet das alles. Ach, so ein kranker Forscher. Das nächste Opfer. Könnte ich das ausstellen? Nee. Was anderes untersuchen hier? Nee. Das ist kranker Shit. Wo ist das Ding mit dem... Ich wähle jetzt die linke. Weil die linke Sonnenblume so aussieht, als ob wir da weiterleben, okay? Oh, Schwein gehabt, ey. Jetzt ist da noch ein Fach. Ist er? Gott, die Töne alleine. Ich
Hier ist noch was. Notiz aus unterirdischem Labor. Er lügt. Er lügt seinen Sohn an. Sein eigenes Fleisch und Blut. Wie unverschämt. An einem besseren Ort? Dieser Heuchler. Dieser scheinheilige Schwachkopf. Ich kenne die Wahrheit. Ich kenne ihn besser als er sich selbst. Er möchte mich mal wieder bestrafen. Denn er hat uns unsere Vertrautheit übel genommen. Er glaubt, er könnte sie gegen mich verwenden. Hält er mich für so blöd? Laura ist nicht tot. Okay. Ich kann nicht viel dazu sagen, aber das, was hier auf dem Tisch liegt, scheint tot zu sein. So. Bitte nicht. Oh. Schwein gehabt. So. Das ist jetzt der dritte Fluss. Wo geht's jetzt hin? Alle Türen sind da. Alles führt dorthin. Aber du? Oh mein Gott. Scheiße. Okay. Ob ich da reingehen will. Okay, Kerzen. Schöne dicke Bottle. Oh, da sitzt unser Kollege. Joseph. Gott sei Dank bist du okay. Ich weiß nicht, was ich bin. Aber definitiv nicht okay. Was hast du mich hergebracht? Oh Gott. Was war das? Mein Kopf fühlt sich an wie... Hörst du das? Wir müssen hier raus. Kannst du laufen? Was ist das für ein Ding? Joseph! Leertaste halten, Partner heilen, verbraucht keine Gesundheitsgegenstände. Was ist das? Was ist das für ein Ding? Mich hat's erwischt. Ich brauche Hilfe. Ich komme langsam wieder in Fahrt. Ich guck mich noch mal kurz ein bisschen um. Siehst du, da steht noch was. So, wir sind jetzt nicht mehr allein, aber was zum Teufel ist das für ein Ding? Wir müssen hier raus. Er hat auch eine Knifte. Oh Gott, wenn ich jetzt so einen Partner habe, der mich auch feuertechnisch unterstützen kann. Ich verbrenne jetzt gerade Öl. Ich weiß aber noch nicht warum. Oh Scheiße. Halt die Augen auf.
Munition alle? Scheiße. Okay. Das waren jetzt ein bisschen viele. Also da komme ich mit meinen paar Schuss dann nicht mehr hin. Okay, dafür kriege ich jetzt hier anscheinend Nachschub. Das eher. Die werden die gezüchtet oder was? Nicht gezüchtet, aber die Experimente durchgeführt, die im Endeffekt zu diesen Viechern machen. Oh, ich liebe es ja, wenn es Treppen runtergeht, ne? Nicht. Oh Gott. Gucken wir mal kurz das kleine. Den Raum hier an. Da liegt was. Links, oder? Links? Ne. Stuhl. Oh. Lass den aber auch mal echt tot sein, ne? Ich habe jetzt keinen Bock, dass der hier mehr runterfällt. So. Ja. Hier wurden die definitiv irgendwie bearbeitet. Fick dich doch. Ich wusste das! Ich wusste, dass das dreckige Vieh... Kacke, jetzt ist der vollgespritzt mit dem Zeug. Habt ihr das gerade gesehen? Danke. Der unterstützt einen ja sogar mal tatkräftig. Das finde ich gut. Jetzt gibt's die Treppe runter. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Ding ruhig die Treppen runter darf. Stärker treten können, oder? Jetzt habe ich sie wieder weggetreten. Sieht ziemlich komplex aus. Wer stellt hier so eine Bombe auf? Weiß ich nicht, du. Komm daran vorbei. Halt Abstand. Vielleicht kann ich sie entschärfen. Abstand? Was heißt denn Abstand? Typ macht da keine Scheiße. Er kriegt es tatsächlich hin. Er stellt sich schon so komisch hin. Oh Gott. Was ist das für ein Geräusch? Ich dachte, es wäre irgendein Gerät. Oh Scheiße. Erschieß ihn, Alter. Joseph, nach dem, was mit Connolly passiert ist. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Mir ging's nicht so gut, aber... Was zum Teufel? Okay, lass uns einfach hier abhauen. Hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Ja. Mir geht's gut, keine Sorge. Ich bin mir da nicht so sicher bei dir, Alter. Ich glaube, du fällst mir gleich irgendwann in den Rücken.
Puh. Wo geht's jetzt hin? Okay, er ist noch knapp hinter mir. Ach so, warte mal. Kann ich die aufschlagen? Ja, jetzt kann ich mir den ganzen Kram dann auch nehmen. Das wusste ich jetzt nicht. Siehst du? Hätte ich einfach mal drüber nachdenken können, aber ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass es zu schwer ist, die Türen aufzumachen hier. Wir müssen weiter. Bleib doch mal ganz unruhig. Ich muss hier erstmal ein bisschen was einsammeln. Ich werde mal kurz hier reingehen. Okay? Läuft schon wieder Musik. Achso, nur wegen dem Spiegel. Nee, da habe ich jetzt noch keinen Bedarf. Im nächsten Kapitel werde ich mich vielleicht wieder ein bisschen aufmöblieren. Aufmöblieren, genau. Ein paar extra Gimmicks. Oh, bitte. Kontrollpunkt. Jetzt sieht's hier aus wie eine Kirche. Oh Gott. Scheiße. Das ist doch hier unsere Myra. Nee, wer? Holt mich aus diesem Ding raus! Warte. Wieder eine Falle. Da. Scheiße. Um einiges. Na, herrlich. Joseph, bei dir alles gut? Ja, mir geht's gut. Du solltest lieber runterkommen. Warte, ich komme. Ja, sehr gut. Geh weg da. Da kommen sie. Ich habe keine Ahnung. Oh, fuck. Komm schon. Munition alle? Leck mich. Fuck! Fuck! Ach was. Das ist überall Munition. Was mache ich mit dir? Sebastian, sie sind über uns. Was über uns? Komm schon! Ich habe nur noch diese Blenddinger.
trefft ihn nicht. Scheiße. Ach. Setze ich mir hier gerade eine Spritze. Ich renne wieder nach oben. Was, die haben Dynamit? Schon wieder er. War das alles? Da ist noch was in der Nähe. Da ist noch was in der Nähe. Komm noch mehr. Oh, leck mich doch. Den Helden zurück. Oh fuck! Munition. Fuck, Alter, fick dich ins Knie, ey. Oh Gott, das war's. Komm schon! Munition. Alter. Nicht. Kidman braucht Hilfe. Ach. Verdammt. Das war knapp. Das solltest du dir mal ansehen. Ich muss kurz den Scheiß zusammensammeln, den die hier überall liegen lassen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele gleich noch kommen. Nicht, dass er denkt, ich will die da unnötig quälen. Qualen erleiden lassen. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen verstehen. Hier. Nachladen. Nimm. So, geht doch. Da ist noch was. Da hinten ist noch was. Okay, soll erstmal reichen. Krieg das nicht auf. Es muss noch ein Bedienfeld geben. Die Zeit läuft ab. Ach. Wohin gehen die Kabel? Ich gehe. Was soll ich tun? Ja, jetzt habe ich ja ordentlich was zu tun, ne? Für die habe ich gar nichts mehr. Das ist natürlich schlecht. Dann nur noch den Revolver. Kurze Spritze setzen.
Wir müssen weiter. Ich weiß, ich renne schon, aber ich muss erst mal gucken, wo ich hier lang kann. Hier hoch. Schau aufs Bedienfeld. Es hat dieselben Drehscheiben, oder? Ja, eine obere, eine untere. Stell die obere auf 22 und die untere auf 5. »22 oben und 5 unten.« Alter, Schwein gehabt. Hat die High Heels an? Oh, Scheiße. Ich hänge jetzt hier wieder oben, oder was? Joseph, Kidman! Ja. Schön. Haltet durch, ich komme. Okay, jetzt sind wir hier unten. Wo sind die hin? Ja. Da, oh, alles voller Leichen. Oh, bitte. Das matscht so schön, wenn man auftritt. Hört ihr das? Warte mal, hier war doch gerade noch eine Stelle, wo ich... Habt ihr die gerade... Da. Also ich sehe noch die Lebensanzeige von Josh, oder wie der heißt. Scheiße, ne? Also aus der Nähe. Oh, leck mich. Scheißviecher. Der braucht ewig zum Nachladen, ne? Okay, vielleicht sollte ich da wirklich mal meinen Fähigkeitspunkt investieren. Drin in den Kisten? Ne, natürlich nicht. Uff. Für euch kommt jede Hilfe zu spät, ich sehe das schon. Joseph! Hier wird geschossen. Oh, kacke Blut. Kidman, wo bist du? Okay, ich hätte anscheinend auch oben drüber laufen können. Oder? Ich weiß es nicht. Ja. Gut, ich mache jetzt beides, um einfach noch ein bisschen Munition mitzunehmen. Gut. Ja, wenn andere hier natürlich schnell durchlaufen, dann kriegen sie das wahrscheinlich nicht mit. Kontrollpunkt. Also dieses Kapitel zieht sich ziemlich lange. Wie ich jetzt gerade merke. Die Schüsse kommen von vorne. Aber wir kommen ja nun nicht drum rum, auch mal ein paar Sachen mitzunehmen, damit wir uns gegebenenfalls hier irgendwas bauen. Okay, wir müssen hier runter. Ah, super. Ganz galant runter, ich spring. Halt durch! Oh mein Gott. Ich hätte dich nicht. Ey! Wie schnell die rennen denn auf einmal, ne? Alter. Fickt euch doch, Alter. Ihr wollt mich doch voll verarschen.
Und alle in Vollschaden. Habe ich euch das schon mal gesagt? Erst hängen sie da, dann fallen sie runter und dann... Alter Schwede, ey. Oh, da sind sie. Sebastian! Ja, ich bin's. Habe ich dir schon gesagt, dass ich keine Munition mehr habe? Habe ich noch für irgendwas Munition? Da. Scheiße. Munition, Munition, Munition. So, ich kann Bolzen herstellen. Mit R wechsle ich die Bolzen. Okay, die sind ganz gut hier. Voll. Okay, jetzt habe ich die auch. Alles okay bei euch? Alles klar. Nur ein paar Kratzer, uns geht's gut. Ein paar Kratzer, ja. Gut, ich brauche Munition. Leute, habt ihr was dabei? Da hinten ist noch was. Okay, das reicht dann für die Pistole mal eben. Eine komplette Trommel. Wenn du nicht gekommen wärst. Ich weiß. So, du bist voll funktionsfähig, wenn ich dich hier voll geheilt habe. Jetzt bring uns hier mal irgendwie raus. Die Tür ist von der anderen Seite aus verschlossen. Sebastian, vielleicht können wir sie anheben, sodass Kidman durchpasst und sie dann von drüben öffnet. Wir zählen auf dich. Alles klar. Oh Gott, die kommt doch nie wieder, oder? Weiter jetzt. Hast du gerade gesagt, weiter jetzt? Achso, die hier. Ah, jetzt verstehe ich. Okay. Die rennt hier ernsthaft auf Stöcke schon rum. Okay. Gott sei Dank, ihr seid okay. Es ist komisch. Warum würden die dich fangen und nicht töten wollen? Vielleicht sieht er mich nicht als Bedrohung. Er? Oh. Wo sind wir denn jetzt wieder? Und auch wieder alleine. Noch eine dieser Türen. Scheiße. Hochzeitseinladung. Detective Sebastian Castellanos und Detective Myra Hansen würden sich sehr über deine Anwesenheit bei ihrer Hochzeit am Samstag, den 17. September 2005 um 12.30 Uhr in The Veranda Hotel in Crimson City freuen. Im Anschluss gibt es einen Empfang. Okay. Okay, ich werde mich jetzt mal ganz kurz ein bisschen aufmotzen gehen. Oder auch nicht. Okay, ja stimmt, hier bin ich hier vorhin durch das Hotel, durch den Spiegel durchgegangen. Da ist sie wieder. Was ist mit mir los? Irgendwie ist es jetzt anders als sonst.
sie wieder weg. Okay, ich darf nicht speichern. Jetzt wird es auf einmal doll ruhig. Lebensanzeige könnten wir kaufen, kostet 5000. Ja, natürlich, mehr Energie ist immer gut. Gut. 3 habe ich. Stufe 4 kostet 10.000. So. Spritzen. 9.000 und Sprinten 6.000. Was haben wir denn hier? Schadensmultiplikator auch 6.000. Feuerwarte wird Nachladegeschwindigkeit. Okay, ich bin dafür. Wir nehmen jetzt die maximale Sprintdauer. Jetzt habe ich noch 4.700. Die Nachladegeschwindigkeit soll besser werden. Magazinkapazität. Die Genauigkeit kostet nicht allzu viel. Erhöht die Wahrscheinlichkeit eines sofortigen Todes von Gegnern durch einen Kopfschuss. 1500. Jetzt werden wir die günstigen Sachen nehmen hier. Was haben wir mit Reserve? Okay. Kaliber 45 Munition. Also ich nehme einmal die. Einmal die Schrotflinte. Granaten brauche ich nicht. Streichhölzer könnte man natürlich auch verbessern. Vielleicht gibt es aber noch was anderes. Lalalala. Ne, ich habe glaube ich für nichts mehr genug Geld. Ne. Außer für... die Streichhölzer. Okay. Ich darf wieder nicht speichern. Was ist hier los? Wo ist sie vor allen Dingen hin? Den Schlüssel habe ich keinen. Spiegel auch weg, durch den ich gerade durchgekommen bin. Wo geht's jetzt hin? Jetzt muss ich wieder zurück zu den, naja, Zellen, würde ich jetzt ja nicht sagen. Oh doch. So eine Tasse. Was kann ich nehmen? Kartenfragment. Die sehe ich gar nicht durch diesen Blickwinkel. Nein, 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 nicht alle. Nein. Nein, 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 nicht alle. Nein. Nein, nicht alle. Nein. So viele Anmeldungen und nicht eine einzige Entlassung.
Madame, du bist befleckt. Lass mich los! Lass mich los! Was? Oh Gott. Gut. 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 Was? Gut. 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 Oh, Scheiße. Gut. Das ist Leslie. Was tut er? Leslie? Leslie? Sie sehen gar nicht gut aus. Passen Sie auf sich auf. Hä? Was jetzt? Jetzt ist ja alles wieder normal, oder was? Auch ein Spiegel. Okay, jetzt sind wir wieder hier unten. Was von dem Ganzen ist jetzt denn die Realität? Die Klinik? Oder das hier? Warum glaube ich nicht, dass der Typ tot ist? Was jetzt? Das war jetzt diesmal ein Draht, der hätte mich gekillt, wenn ich da durchgegangen wäre. Und ich habe keine Streichhölzer dabei. Schon wieder nicht. Was ist hier? Streichhölzer. Okay. Alter. Wie funktioniert das System denn hier? Okay, das wird anscheinend von woanders ausgelöst. Da ging eben, ihr erinnert euch jetzt gerade vielleicht, da ging eben eine Treppe nach unten. Wo geht's jetzt hier weiter? Fuck, leck mich am Arsch. Ach, ich bin doch bescheuert. Ich komme nicht durch. Hä? Feuer scheint zu gehen.
Okay, das war sehr dumm von mir. Ich weiß auch nicht, wie ich auf die Idee kam, dass ich mal eben durchs Feuer laufen kann. Aber zum Glück habe ich das überleben können. Was hat's auf sich mit diesen Statuen auf den Kreaturen? Jetzt rennen wir dem Vieh auch noch hinterher. Oh Mann. Genau. Oh Gott. Was mache ich mit diesem Scheißvieh? Was ist das? Das schreckt sie nicht zurück. Das waren doch auch Flammen. Oh, schnell hoch. Oh, fuck. Scheiße. Scheiße, es war gerade unten. Oh, Kacke, ich muss mir eine Spritze setzen. Und so, komm, bleib einfach bloß blöd da unten. Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Was? Fick dich. Alter, willst du mich veräppeln? Genau, jetzt bist du schneller, oder was? Wieder runter, runter. Oh, was ist doch nicht dein Ernst? Ist weg hier. Ja, genau. Das war's. Oh.
Verbrenn endlich. Alter Schwede. Herrlich. Gut. Das. Ich möchte mal wissen, was das richtige ist. Verbrennungsofen. Also nicht, dass ihr euch wundert, ich habe jetzt die Feuerwaffe natürlich nicht benutzt, weil die ja sonst immer schneller war letztens, falls ihr das auch mitbekommen habt. Ich bin gerade ein bisschen perplex. Gott. Voll? Das prüfe ich nach. Negativ. Können noch nachladen. Die Energie sieht nicht mehr so toll aus. Kontrollpunkt. Ach du Scheiße. Nach Hause. Nach Hause. Die Krankenakte des Probanden führt Entwicklungsstörungen, eingeschränkte Kommunikation und soziale Kognition sowie repetitives Verhalten auf. Synästhesie-Anzeichen berichtet. Die Anlagen weisen auf erhöhte Empfänglichkeit externer Stimuli und hohe strukturelle Anpassungsfähigkeit hin. Könntest du das sein, wonach ich all die Jahre gesucht habe? Direkt vor meinen Augen. Unglaublich. Rennst du hin? Kein Zweifel mehr. Dieser ist kompatibel. Gott. Bitte? Was jetzt? Was in Teufels Namen? Die Dinger kann man rausziehen. Fuck. Okay. Gut, liebe Leute, auch das fünfte Kapitel haben wir überlebt und geschafft. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich natürlich aber auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wenn ich mein Bestes versuche, hier zu überleben. Bis dahin wünsche ich euch was. Euer Gunshot.